Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Resurrection. Zwar folgendes ist passiert. Ich hatte ja in der letzten Folge, habe ich ein bisschen hier daran rumexperimentiert. Ja, es war so gewesen, dass, wie soll man sagen, es zu einem Absturz kam. Dadurch, dass, ich glaube, ein Dämmert heißt Blue Power. Und nehmen jetzt erstmal hier die Dinge nochmal ab, weil wir der Black und ich, der dann. Ja, jetzt sagen wir es mal so, wir haben die Welt wieder resettet und so weiter und so fort. Wir haben die Welt wieder neu aufgebaut. Und wie immer das Übliche, ne? So, wir haben das jetzt so ziemlich im Creative so für den Stand meiner letzten Folge halt jetzt wieder hergestellt. Das wiederum bedeutet, ich muss jetzt nochmal schauen, wir hatten jetzt das hier, wie gesagt, hier hat man das blaue Glas, das ist alles okay. Hier hat man auch die Filterung schon mal vorgenommen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das aber soweit richtig sein noch, okay. Dürfte dann schon noch passen. Hier unten, das war soweit auch alles okay gewesen noch. Und sind noch ein paar Lücken, okay, gut. Die Truhe hier, da waren dann auch irgendwelche Sachen drin. Nee, nicht unbedingt. Das ist, kann man, denke ich, alles noch durchgehen lassen. Das ist soweit alles noch okay. Die Filterrohre würde ich ganz gerne noch wegschmeißen wollen. Weil die halt, weil wir die halt auch im, ja, im Creative Mode halt hergestellt haben. Das heißt, die schmeiße ich weg. Und dadurch, dass ich halt ja auch den tiefen Speicher, die wurden ja dann auch im Creative Mode, das heißt, mir wurden ja sozusagen keine Rohstoffe abgezogen. Schmeiße ich jetzt halt nochmal ein paar Enderperlen weg. Ist jetzt einfach nur zum, ja, zum Ausgleich. Ich nehme jetzt einfach die Enderperlen und schmeiße das halt einfach noch weg. Gut ist, ne? Verloren ist halt, ja, die Rohstoffe, die halt zwischendurch halt ja immer mal erfarmt wurden, indem ich den Server laufen lassen habe. Aber ich denke, mittlerweile ist das in diesem Zustand, wo wir halt gerade unterwegs sind, ist das halt, da sind die Rohstoffe halt momentan auch weniger das große Thema. Das hier ist auf jeden Fall gut voll, gut gefüllt. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall auch uns gleich erstmal mit beschäftigen. Und ihr habt schon die Anordnung ungefähr gesehen, denke ich mal. Ja, das bedeutet, da werden wir, denke ich, auch gleich auf jeden Fall anknüpfen. Das bedeutet, wir brauchen gleich erstmal, das ist ja nur die Flüssigkeit nicht. Sondern wir brauchen erstmal die. Moment. Irgendwas Vernünftiges brauchen wir. Genau, das habe ich mir auch wieder. Das hatte ich ja in den letzten Folgen gecraftet. Das hatte ich mir sozusagen gesichert. Der Chisel, den hatte ich mir noch gesichert, weil er ja einen Diamanten gebraucht hatte. Ja, das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Also, dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir gleich mal wieder die Produktion ein bisschen anwerfen oder angeworfen bekommen. Wobei ich hatte, genau richtig, ich hatte hier auch noch irgendwo mir ein paar Solarpanels gemacht, beziehungsweise die, weil ich die auch produziert hatte, genau richtig. So, um jetzt ja dann halt auf den alten Zustand zu kommen halt, ne? Ansonsten halt die Rohstoffe, gut, die sind halt jetzt im Grunde genommen halt noch vorhanden. Okay, ja, ist das halt im Grunde genommen halt mal in dem Moment halt ein kleiner Vorteil. Aber ich denke, wie gesagt, die Welt war nicht mehr nutzbar durch den Blue Power Mod und dadurch, dass ich in ja, währenddessen da Items drin waren, habe ich das abgebaut und somit war dann halt insgesamt eine Welt, oder beziehungsweise mein Fortschritt von 3 Stunden, den ich halt eigentlich schon gespielt habe, war dann halt eigentlich weg gewesen. Ja. Okay, gut, ich hole mir mal ein bisschen was zu essen. Fangen wir damit erstmal an. Okay. Gut, so, beziehungsweise, ja gut, ein Apfel mehr oder weniger, der juckt jetzt auch nicht unbedingt. Womit wollten wir anfangen? Genau, wir wollten jetzt anfangen eigentlich mit den Transferrohren, da haben wir scheinbar wirklich überhaupt gar keine mehr. Beziehungsweise finde ich da halt gerade keine. Transfer nur die Transferrohr, das bedeutet, wir brauchen ganz, ganz viele von den Rohren erstmal. Okay, das wiederum bedeutet, wir brauchen Stein, wir brauchen Bruchstein ohne Ende. Die Öfen, ah genau, die Öfen, die sind auch noch weg. Das heißt, das können wir gleich mal noch mit craften. Das waren 3 Öfen, weil wir die im Creative einfach abgebaut haben, die Öfen. Hatten wir ja auch hier gehabt. Das ist auch durchaus auf jeden Fall hilfreich, wenn man hier die Öfen noch hat. Ich persönlich. Okay, zack, einmal das hier rein. Hier unten hatten wir noch Bruchstein. Zack, rein. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen rumschauen in meinen Kisten. Na gut, Öfen hätte ich sowieso sogar noch welche gehabt.
Aber wir gehen mal in die Endertruhe. Hier hat sich auch wieder einiges an Erzen wieder reingegeben, reingelagert, okay. Iron. Wir schmeißen jetzt einfach mal die Eisenproduktion hier mal an. Ja, ich weiß, das sind halt im Grunde genommen halt gerade auch. Moment. So, viel war hier auf jeden Fall nicht geworden. Also wir klatschen jetzt einfach das ganze Zeugs hier erstmal einfach nochmal in den Mesa Raider rein. Kann da hier nochmal ein bisschen was arbeiten. Ich glaube, das mache ich auch schon zum x-ten Mal mit diesen Rohstoffen. Was jetzt wie gesagt halt wieder eine Backup-Welt ist. Ich habe mir diesmal vor der Aufnahme allerdings ein Backup auf jeden Fall gesichert. Sodass da zumindest erstmal nichts passieren kann. So, jetzt laufen die Maschinen erstmal wieder. Wird auch der Tank hier relativ schnell wieder runtergehen. Ja. Da müssen wir allerdings halt wirklich mal sehen, wie wir das dann machen mit den Flüssigkeiten am günstigsten. Wir brauchen ja eine Verbindung. Eine Verbindung möchten wir halt am ehesten. Einen konnten wir ja auf jeden Fall sowieso aufstellen, das wäre ja kein Problem gewesen. Ja, gucken wir mal. Wir gucken dann einfach mal. Wir bleiben erstmal bei den Transferrohren. Schmeißen erstmal das hier meinetwegen nochmal hier nach oben. Zack. Und wir wollten, genau richtig, wir wollten, wobei ich da gerade auch sehe, dass es dort arg dunkel ist, das heißt, da werden wir auch gleich noch was machen. Wir müssen jetzt was aufstellen müssen. So, das erstmal rein und das auch erstmal rein. Zack. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo noch im Inventar, müssen wir hier vielleicht welche haben noch. Nee, okay, das war auch nur ein zweites Inventar, Alloy Furnace. Hatten wir da, ich glaube, da hatte ich einen hingesetzt gehabt. Gucken wir mal. Ja, der ist noch da. Okay, dann können wir den auch noch mit zerstören. So, wie gesagt, wir haben manchmal ein bisschen doppelte Items jetzt. Also was heißt manchmal ein bisschen doppelte Items? Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? In der Kiste sind halt noch ein paar Sachen noch mit drin. Können sie jetzt auch einfach zerstören. Irgendwas Wichtiges drin, wo ich denke, okay, das hatte ich vorher gehabt. Noch, weil die hat man dann genutzt gehabt. Kurz hellblau, Kaktusgrün. Kaktusgrün könnt ihr in die Schleimbälle, hatte ich glaube ich auf jeden Fall gehabt. Naja, ansonsten ist hier auch nichts unbedingt Wertvolles drin. Dann sagen wir, stürmen wir jetzt hier die Kiste noch. Ups, jetzt habe ich noch ein bisschen was ins Inventar bekommen. Ja, gut, egal. So, Marvel können wir auch meinetwegen noch weghauen. Reicht dann aber auch. So. Hier. Wie gesagt, ansonsten war halt, ist jetzt alles auf dem alten Stand, ohne halt die Turtles, die ich halt 3-4 Mal angeworfen habe. Und die Rohstoffe sind halt jetzt noch da. Das heißt, ich bekomme halt jetzt für den Moment, bekomme ich halt mal die Rohstoffe halt wieder zurück und wieder rein. Naja, okay, gut. Nur damit ihr halt wisst, was denn so aktuell halt Sache ist. So, ich schmeiß mal die Stäube mal ganz kurz hier nach oben einmal. So. Dann ist es auf jeden Fall so, dass die Rohre ja gerade noch basteln. Beziehungsweise hier haben wir ja ein bisschen Stein. Hier ein bisschen Stein. Hier oben ein bisschen Stein. Zack. Okay, so, dann wollten wir es so machen, dass wir. Okay. So, dann war das, glaube ich, so. So, Transferrohr, Glas, na gut, Glas haben wir jetzt, ja gut, hier unten haben wir noch ein bisschen Glas, okay, zack, zack, und dazu halt noch, der Redstone, okay, so, das heißt, wir bekommen jetzt erstmal ganz viele Transferrohre, die, gut, ich weiß jetzt noch nicht, ob das reicht, das heißt, wir bräuchten ja das Filterrohr, bräuchten wir ja. Das heißt, wir brauchen halt irgendeinen Farbstoff, plus halt die verschiedenen Filterrohre. Das ist so. Dann nehmen wir das hier noch mit dazu. Dann hatten wir hier ein bisschen Kaktusgrün oder kannst auch irgendwas anderes, kannst du alles dazu nehmen. Wir hatten ja weggeworfen, hatten wir 26 Stück, glaube ich. Das heißt, wir werden da mal an die 30 von den Filterrohren rotuzieren und bauen. Werdet den Effekt dann auf jeden Fall gleich noch sehen hier in dieser Folge, denke ich. So, Knochenmehl können wir noch mit dazu nehmen. Weil uns dann trotzdem noch eins fehlt, ne?
Gut, schmeißen wir das Kaktusgrün hier mal noch rein. Gucken wir mal, was haben wir? Haben wir hier noch irgendwo was? Mohn, kommt hier mal den Mohn noch mit dazu hier. Zack. Rote Farbstoff und go. Zack, zack. Okay, so. Gut, wir gehen mal derweil mal pennen, damit unsere Solar Panels ein bisschen arbeiten können. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, dann haben wir die Filterrohre. So, dann ist der Grundgedanke der, dass wir hier ja unsere Endertruhe halt haben. Ja. So, das heißt, wir verbinden das hier so. Okay, gut, so geht das. Okay, und wollen jetzt hier eine Art Ringleitung halt gleich machen. Ich werde das auf jeden Fall gleich sehen, wie ich das meine. Sind hier schon mal 64 Zeugs davon einge... Aber wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, wie das hier gleich funktioniert. Also, wir machen das jetzt erstmal so. Zack, 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 zack. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich eine doppelte Arbeit. Zack. Und zack. Okay. So. Jetzt brauchen wir einen Rohstoff, der halt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dort überhaupt nicht vorkommen wird. Das heißt, hier hatten wir noch die Transferrohre. Naja, gut, ist jetzt nicht unbedingt so schlimm passiert. So, jetzt brauchen wir halt auf jeden Fall einen Rohstoff, der dort halt überhaupt nicht vorkommen wird. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Rubber Sheet. Ne, den wird vermutlich irgendwas Produziertes, irgendwas Geschmolzenes. Ne? Äpfel mit Glück könnte man, hätte man vielleicht noch einen Apfel mit dabei. Aber eher unwahrscheinlich. So, das heißt, wir brauchen bei dem schwarzen Eingang. Ihr seht, oben ist schwarz. Das heißt, wir machen das hier so. Achso, nee, warte mal. Wir brauchen einen Rohstoff, der... Oh, okay, man muss das reinlegen, scheinbar. Hier, sondern bekommt das Item in dem Moment dann nicht wieder. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd und ungünstig. Nehmen wir... Hier kann man einen Knopf nehmen. Komm, wir nehmen einfach gleich mal einen Knopf oder sowas in die Richtung. Komm, wir haben noch ein paar Birkenholzbretter, ne? Das heißt, wir machen mal den Move. Machen. Hä? Lol. Geht wohl nicht mit Birkenholzbrettern. Hä? Muss es dann hier oben sein? Ne, es sind trotzdem Ziegen. Aha. Aha. Okay, komisch. Gut. Dann funktioniert das nicht. Das ist schon mal uncool. Ja gut, komm. Nehmen wir halt jetzt einfach hier Werkbank. Die gibt's vermutlich auch nicht. Da haben wir auch genügend davon zur Verfügung stehen. Okay, also wir brauchen halt auf jeden Fall, wie gesagt, halt bei Schwarz einmal. Dann haben wir bei... Hier bei Schwarz, zack. Hier bei Schwarz genauso. Hier auch wieder bei... Warte mal, hier wollten wir es ja durchleiten lassen. Genau, richtig. Hier wollten wir es ja durchleiten lassen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier... Hier bei Schwarz brauchen wir dann wieder was, ne? Genau, dann brauchen wir hier bei Schwarz wieder was. Zack. Hier bei Schwarz. Und hier bräuchten wir wahrscheinlich auch was bei Schwarz, damit das hier nicht runtergeht. Also müssen wir das dann nicht hier sogar noch weiß und schwarz machen. Warte mal, weiß und schwarz, ne? Genau, richtig, wir wollen ja. Genau, wir müssen das an beiden machen. Das heißt, wir wollen das ja bei beidem nicht, ne? Dass das dann hoch und runter fließt. Danach können wir das gleich mal austesten, ob das funktioniert. Sollte aber funktionieren. So, dann haben wir hier oben. Brauchen wir das auch nochmal. Das heißt, Schwarz soll da nicht weitergeleitet werden. Hier soll es auch nicht weitergeleitet werden. Hier Schwarz auch nicht. Und hier auch nicht Schwarz. Okay, das heißt, wir hätten jetzt auf jeden Fall eine Leitung, wo wir sagen können, okay, gut. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Bruchstein raus. Das ist rein theoretisch. Gucken wir mal. Was haben wir hier noch drin? Okay, jetzt hat es noch nicht gefüllt hier. Ah. Hat es noch nicht rausgenommen.
habe scheinbar irgendwo noch einen kleinen Fehler. Vermutlich könnte das der Fehler hier sein. Der Fehler? Nee. Noch nicht. Okay, schade. Können ja mal testweise mal hier, warte mal. Okay, hier kommt, ja gut, jetzt kommt hier eine Kiste ran, ja, bla bla. Nicht gesehen, wir machen jetzt hier mal das hier ran. Damit hier bei Weiß nichts reinploppen kann. Wir müssen jetzt mal auf Fehlersuche gehen. Irgendwo habe ich da was gefailt. Für die Bruchsteine, die. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal hier im Purpile auf Zinkdust. Nehmen wir das hier mal. Müsste dann eigentlich, sollte das dann hier weitergeleitet werden. Also bis hierhin funktioniert es. Das heißt, hier oben kommt die Kiste halt auf jeden Fall an. So. Haben wir hier wahrscheinlich. Ah, hier liegt das Problem. Okay, genau, richtig. So. Ja, okay. So, dann können wir die Kiste abbauen. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ist, dass wir sagen, zum Beispiel, wir nehmen jetzt zum Beispiel Stone Dust. Dann müsste jetzt hier drüben eingelagert werden. Ich hoffe zumindest. So, der Stone Dust ist auf jeden Fall weg. Und ist auch hier drin. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Also nochmal zur Erklärung. Finale Erklärung jetzt dieser Sache. Es ist so, dass wir jetzt gleich hier drin entscheiden können. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal Lazurit noch raus. Das ist hier noch ein bisschen Kappel drin. Jetzt haben wir hier noch Sodalit. Dann machen wir das hier unten erstmal. Wir können das hier machen. Wir machen das halt einfach noch fertig hier. Ja, so viel Zeit muss sein. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal hier den Marble. Ne? Den Marble schmeißen wir hier rein. Dann haben wir. Warte mal, wir müssen erstmal ein bisschen. Komm. Machen ein bisschen Platz in unserem Inventar. Damit wir das Zeug easy reinhauen können. So, das heißt, was wollen wir einlagern? Wir wollen Erde, wir wollen ein bisschen Kies, wir wollen meinetwegen noch ein bisschen Andesit, wir wollen Granit, wir wollen Limestone, wollen wir machen. Damit wir das ganze Zeug rausfiltern können. Marmor wollen wir machen. Wir wollen, was wollen wir denn noch machen? Das ist soweit, denke ich, alles okay. Gegebenenfalls kann man dann vielleicht noch irgendwelche Erze oder irgendwelches anderes Zeug noch mit einlagern. Wenn wir das denn, wenn das denn nötig ist. Das heißt, da schauen wir dann gleich mal einfach mal nach. Das heißt, wir haben jetzt hier Marble drin. Hier haben wir schon. Ah, siehst du, das brauchen wir auch. Wet Granit, Cobblestone. Das hatten wir auch teilweise relativ häufig gehabt. Dann können wir hier. Siehst du, hier ist auch schon Limestone drin. Aber hier machen wir mal Erde rein. Ja. Dann haben wir hier. Nehmen wir das hier mal wieder raus. Dann haben wir hier den Limestone. Schmeiß mal rein. Hier nehmen wir das Kalzit mal raus. Schmeißen. Nicht Limestone. Komm her. Zack. Okay, was haben wir noch am Start? Wir haben hier Marble, Marble, Marble. Marble ist okay. Wobei hatten wir, ich glaube, wir hatten Marble schon gehabt. Hier unten. Genau, richtig. So. Hatten wir hier Marble? Achso, das haben wir zweimal gleich. Okay. So, schmeißen wir das mal raus. Nehmen wir hier Kies noch mit dazu. Und hätten jetzt hier oben als letztes auch nochmal Marble scheinbar. Also machen wir mal Andesit halt rein. Okay. So, Sinn und Zweck des Ganzen ist es halt jetzt, ne? Dass hier halt jetzt irgendwelche Rohstoffe reinkommen. Ne? Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Kiste hier unten. Ne? Das könnt ihr euch dann meinetwegen auch vielleicht noch in der nächsten Folge nochmal anschauen, ob das dann auch alles funktioniert hat. Müsste aber eigentlich funktioniert haben. Das heißt, wir schmeißen einfach unser Zeugs hier rein. Und dann wird das automatisch hier einsortiert. Ne? Das heißt, hier wird Bruchstein einsortiert, hier wird Marble einsortiert, hier wird das einsortiert. Ja, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir schauen einfach mal in das Transfer-Modi. Wir haben momentan ganz viel Bruchstein drin. Das wird sich vermutlich auch die nächste Zeit erstmal nicht ändern, dass da was anderes irgendwie reinkommt. Man kann jetzt natürlich jetzt hier noch sagen, dass man das Transfer-Modi dann hier nochmal mit ein paar Geschwindigkeitspuffern ausstattet. Aber die habe ich momentan noch nicht. Könnte man allerdings halt auf jeden Fall noch mit angehen. Und wird vermutlich auch eine Sache werden, wo ich nicht unbedingt Nein sage. Ansonsten haben wir, denke ich, mittlerweile alle. Ja, Rohstoffe zum Einlagern eigentlich, ja, mit dabei, mit reingenommen. Und dann haben wir hier die Kisten jetzt auf jeden Fall Platz dafür, um halt, ja, vernünftig zu produzieren. Und ja, das, denke ich, sieht nicht unbedingt schlecht aus. Ich schmeiße den Red Granit hier nochmal hier vorne mit rein. Wir können ja mal gucken, wobei, was wäre dann für euch in den nächsten Folgen? Eigentlich müsste es dann hier, wenn denn was wäre. Ja, wahrscheinlich den Impur-Pile of Silver, das müsste es mit einlagern, das war's dann aber auch schon. So, hier wird gerade was
eingelagert. So, jetzt haben wir die Erde hier. Wir können ja nochmal reinschauen, ob die Erde mehr wird. Ja, und ihr seht, die Erde wird halt auf jeden Fall mehr. Je nach Geschwindigkeit, je nach Ticks und so weiter und so fort. Es sind nicht viele Ticks momentan, ne? Das seht ihr auch. Ja, kann ich hier die 64 reinnehmen, rausnehmen, wie auch immer. Und dann macht die Erde jetzt, ist wieder ein Tick dabei gewesen, ne? Es dauert seine Zeit, bis das eingelagert wird und dann halt auch durchkommt. Aber ich denke, wir haben damit auf jeden Fall eine gute Lagermöglichkeit. Und ja, von dem Aspekt her würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.